Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute sind wir mal wieder zurück in Money Maker. Es kam mir jetzt schon sehr, sehr lange kein Video mehr. Und ja, hatte keinen großen Grund, aber kam einfach keins. Wir müssen jetzt hier uns erstmal wieder Gummistiefel kaufen für 1 AO, damit ich hier weiterarbeiten kann. Und genau, gebe ich aber einfach mal ein kleines Update hier, wie es in meiner Moneymaker-Mine aussieht. Es gibt ja jetzt auch die Eisenmine, die ist jetzt neu. Und die beginnt bei 1 AU. Und ich bin jetzt eben bei AO beim Kontostand. Beim Idle Cash bin ich noch bei AM. Ist jetzt gerade nicht mehr mein Name, wenn ihr meinen Namen nicht seht. Aber genau, ich habe 17 von 30 Minen. Heute kommt Mine Nummer 18 dazu. Ihr seht, ich habe 12 AO und die Mine kostet 8 AO. Das heißt, wir kaufen die uns. Und dort ist sie auch schon. Wir kaufen einen Mitarbeiter hier. Das heißt, wir nehmen jetzt hier, wir gehen nach da ganz unten und holen uns mal so einen blauen Mitarbeiter. So, dann setzen wir hier den hier ein. Dann laufen wir wieder zurück. Setzen bei den lilanen hier jetzt den blauen hin. So, dann gehen wir nach ganz unten. Dann setzen wir den hier erstmal da rein. Dann verbessern wir den aufs Maximale, was wir können, und machen es dann so. Gut, wir haben jetzt, okay, wir sind jetzt ein bisschen hoch bei 535. Bei 537 sind wir jetzt bei AM. Na gut, egal, Hilfe. So, da haben wir schon. Gut, das nächste ist bei 150 AO. Da müssen wir ein bisschen sparen können, Platz 431. Und genau, hier können wir gucken, können wir hier irgendwas tun. Das habe ich schon angesammelt, der Rest dauert noch ein bisschen. Und ja, genau, es kam mir jetzt schon länger kein Video mehr. Und ja, es war halt, keine Ahnung, ich habe gerade ein paar andere Sachen zu tun. Und deshalb kam jetzt halt länger kein Video mehr. Und genau, ich weiß auch nicht, wann das nächste kommen wird. Wahrscheinlich wieder erst in 2 Monaten. Ich weiß nicht, wann das letzte jetzt kam, aber keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall unregelmäßig kommen, weil ich einfach andere Sachen zu tun habe, andere Sachen zu erledigen habe. Ich habe zum Beispiel meinen Führerschein bestanden, mein begleitendes Fahrenführerschein. Können wir so ein bisschen in die Farminghöhle gehen hier, wo es hier jetzt auch irgendwie so Schwerter gibt und so. Und Soundpack. Das kann ich mal runterladen. Ich weiß nämlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Lol. Ich kriege jetzt 1,1 ein ungefähr hier raus, aus einem Gold. Ah, man hat einfach jetzt Musik hier nebenbei laufen. Das ist witzig. Aber auskriegt man die jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, wir gehen mal in die Kohleebene. Weil hier ist gleich ein bisschen spannender, die ist ja auch neu. Die hätten wir ja auch noch nicht gesehen. Und genau. Ich habe Money Maker aber jeden Tag immer ein bisschen gespielt. Ich war so ein, zwei Mal drin und so. Und dann war das kein Problem. Bitte. Ich bringe ihn aber nicht so viel, gell? Diese kleinen Viecher hier. Aber, ja, ich gehe mal nach A zu Anfang. Ich gehe lieber hier. Die anderen Dinger sind mir zu nervig. Ja. Aber, wie gesagt, ich habe meinen Führerschein bestanden. Mein FSJ ist jetzt auch beendet und so. Und ich muss ja jetzt so ein paar Sachen gucken und regeln und so. Und das habe ich auch in der letzten Zeit gemacht. Und da blieb halt einfach nicht so viel Zeit. Einfach, weil ich halt einfach jetzt wichtigere Sachen für mein Leben jetzt regeln muss. Und das ist halt so die Zeit, so kurz bevor man 18 wird, muss man so viele Sachen tun. Ich habe jetzt auch meinen Führerschein bestanden und da bin ich auch sehr froh drüber. Da kann ich auch, das war auch relativ knapp und so, aber ich habe es am Ende bestanden, kann ich aber anders nochmal mehr drüber reden. Und genau, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das eben bestanden habe. Und genau, ich fahre später nach Stuttgart noch zum WV-Pokalfinale gegen den SV Ulm, gegen die Stuttgarter Kickers. Das wird auf jeden Fall, das wird sehr nice werden, darauf freue ich mich schon. Und genau, sonst ist in letzter Zeit eigentlich nicht viel passiert, doch eigentlich ist schon viel passiert, aber
nicht viel passiert, was ich euch jetzt hier erzählen kann. Ja. Deshalb kamen aber wenig Videos und werden wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Videos in nächster Zeit auch kommen. Aber ich werde gucken, dass nicht nochmal so eine lange Pause dran ist. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich einfach aufnehmen soll. Ich dachte jetzt so ein kleines Moneymaker-Update und dass ich mich einfach nochmal melde, wäre ganz nice. Und genau, ich war zwischendurch mal in einer Kursrunde drin, da habe ich auch ein paar Leute von euch getroffen und so. Das war sehr nett, aber sonst ist halt im Kurs nichts los, sonst würde ich da auch super gerne nochmal was spielen, aber ja. Ich werde mal schauen, vielleicht kriegen wir nochmal eine Kursaufnahme auf die Beine. Und genau, das war es dann eigentlich so, was so passiert ist, also nicht viel, was ich euch erzählen kann. Natürlich ist viel passiert, aber genau, Führerschein habe ich bestanden und so weiter und so fort, habe ich jetzt auch schon mal gesagt. Oh Gott. Oh. Ich bin froh, dass der rauskam, weil wenn der nicht rausgekommen wäre, das wäre sehr unsatisfying gewesen. Naja, egal. Ist jetzt auch sehr warm draußen. Und genau. Dann war es das eigentlich auch schon. Wir werden mal schauen, was, das kommt jetzt mit den Cosmetics. Die habe ich ja schon alle. Dann war es jetzt eigentlich. Dann werden wir mal schauen, wann das nächste Mal, jetzt haben wir genug Geld. So, also dann werden wir mal schauen, wann wir uns wiedersehen werden. Ich denke aber nicht, dass es so lange dauern wird. Vielleicht gibt es ja mal wieder einen Stream. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber genau. Dann werden wir mal sehen. Vielleicht kommt nächste Woche schon das nächste Video. Vielleicht erst nächsten Monat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nämlich nicht einschätzen, wie sich das Ganze jetzt bei mir entwickelt. Und wie viel Zeit ich habe, YouTube zu machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch ein paar Termine und so. Zum Beispiel beim Arbeitsamt. Aber genau. Da werden wir sehen, wann, wie, wo das sein wird. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, war es vom Update von meiner Moneymaker-Hülle. Ihr seht, ich habe ein bisschen weiter gespielt. Und genau, auf Twitter bin ich übrigens noch aktiv. Also, falls ihr mir auf Twitter folgt, StarRoxYT oder auf Instagram tim.hnvr96, dann könnt ihr, da bin ich auf jeden Fall aktiv, vor allem auf Twitter. Da bin ich noch aktiv, da poste ich jeden Tag gefühlt irgendwas, irgendein Tweet, was ich gerade tue. Und dort habt ihr auf jeden Fall noch mehr von mir. Aber nun gut, dann war es von diesem kleinen Update und wir sehen uns im nächsten. Lasst ein Abo, Like oder Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Und die Musik ist ja hier immer noch, lol.